Hallo und herzlich willkommen in der Lit Lounge. Heute ein ganz besonders spannendes Webinar mit einem Mann, der sich auf düsteren Friedhöfen genauso auskennt wie in stylischen Fotostudios und einem Mann, der von Österreich aus, genauer gesagt Innsbruck, die literarische Spannungswelt erobert. Seine beiden Kriminalromane Totenfrau und Totenhaus, erschienen im BTB Verlag, machen wirklich die Welt unsicher und sind unglaublich erfolgreich. Es wird eine Trilogie und über alles, was mit diesen Büchern und dem Autor zusammenhängt, sprechen wir in dieser Stunde. Ich freue mich, dass er da ist, Bernhard Eichner. Hallo. Servus, grüß Hallo. Dich. Wunderschönen guten Abend. Ja. Schön, dass du da bist. Ich habe schon erwähnt, es ist unglaublich dein Erfolg. Ich glaube, es sind schon knapp 20 Länder, in denen die Bücher verkauft wurden oder werden. Nicht ganz, aber es geht in diese Richtung und es ist fantastisch. Also es ist wundervoll. Beschreib doch mal, was ist das für ein Gefühl, ein Text, ein Buch, eine Geschichte, die man auf Deutsch österreichisch schreibt, die wandert also jetzt nach USA, England, Korea, Neuseeland und viele andere Länder. Ja. Wie ist das für dich? Macht mich zu einem glücklichen Menschen. Also es ist der Wahnsinn, dass das passiert ist. Ich habe mit Totenfrau zum großen deutschen wundervollen Publikumsverlag gewechselt, zum BTB Verlag. Und das war schon wie Weihnachten. Aber dass dann nach und nach Anrufe kamen, wo es hieß, das Buch wurde nach Italien verkauft, nach England verkauft. Das war jedes Mal ein großes, ja, also meine Frau und ich sind sehr viel ausgegangen, haben sehr viel Alkohol getrunken in dieser Zeit. Deine Hauptfigur, das ist eine Frau, die man so noch nicht gesehen hat im Thriller- und Krimi-Genre. Ich finde es ganz wunderbar, Brünnhilde Blum. Du sagst einfach meine Blum, oder? Ja, sie ist, weil sie ihren Vornamen nicht mag. Also diese Brünnhilde schüttelt sie ab, weil sie 16 ist, diesen Vornamen, der ihr verhasst ist, der von ihrem Adoptivvater kommt und sie ist Blum, also diese zwei, also zum einen ist sie diese Brünnhilde und zum anderen ist sie Blum, also dieser Name Blum, der sehr lieblich ist und verdeutlicht, dass sie eine liebevolle Mutter ist und auf der anderen Seite aber eine Mörderin. Und deshalb vielleicht auch diese Brünnhilde, das war so in der Namensgebung, waren diese zwei Seiten. Ich bin mir sicher, die meisten unserer Zuschauer heute, die kennen Blum schon. Aber apropos Zuschauer, wenn Sie mögen, dann schreiben Sie einfach uns direkt Ihre Fragen an Bernhard Eichner in der Fragebox. Sie können sich einfach an uns wenden per Mail und wir versuchen dann diese Fragen gleich direkt hier live in der Sendung mit reinzunehmen. Also diese Blum, wenn wir mal so ganz kurz den ersten Teil, die Totenfrau, zusammenfassen, ohne zu viel zu verraten. Die lebt eigentlich ein total glückliches Leben. Am Anfang zumindest? Am Anfang, jetzt sie ist 8 Jahre im Glück. Also nach einer, sage ich jetzt, furchtbaren Kindheit, die ich ihr gegeben habe. Es tut mir immer sehr leid, dass ich das dieser Frau angetan habe. Also bis sie 23 ist, durchlebt sie eigentlich die Hölle. Wächst in einem sehr lieblosen Elternhaus auf, hat Adoptiveltern, die mit Berührung sehr sparsam umgehen, die sie Dinge tun lassen. Ihr Vater ist eben Bestatter, also sie wächst in diesem Bestattungsinstitut auf und der lässt sie Dinge tun, die ihr Kind nicht tun sollte. Also ab dem Alter von 7 Jahren muss sie bei der Versorgung der Verstorbenen mithelfen und das ist natürlich fürchterlich. Aber als sie 23 ist, sterben ihre Eltern. Wie? Das müssen die Leserinnen selbst lesen. Aber ab dem Moment dann wird ihr Leben, dreht sich alles. Ihr Leben wird gut, wird glücklich. Sie lernt Mark kennen, einen Polizisten, in den sie sich verliebt, den sie heiratet, mit dem sie 2 Kinder hat und 8 Jahre lang darf sie glücklich sein. Mhm. Und dann aber passiert wieder was Schlimmes, was mir auch sehr leid tut, dass eben dann auf Seite 44 dieser Mann stirbt, überfahren wird, Unfall mit Fahrerflucht. Der stellt sich dann eben als Mord heraus und Blum sucht diese 5 Männer, die dahinter stecken, findet sie und tötet sie. Mhm. Und das ist total super. Und auch wirklich sehr, sehr extrem und es nimmt einen mit. Also man ist total gefesselt, ja, als Leser. Das war sicher auch deine Absicht beim Schreiben, vermute ich mal, oder? Uns keine. Auf alle Fälle. Also das oberste Ziel, dass sie meine Leserinnen und Leser unterhalten möchte, spannend erzählen möchte, fesseln möchte. Und mir geht es ja selbst so beim Schreiben, dass sie mich auch selbst unterhalten möchte, dass sie die Spannung selber spüren möchte. Also ich schreibe gerade den 3. Teil und da geht es mir wirklich so, dass ich teilweise da sitze und mir denke, wow, das ist so wild, das ist so, oh,
aber das ist aufregend. Und denke mal, wenn ich das mit mir selber schaffe, dann kann es auch gelingen, dass ich mein Publikum irgendwie so packen kann. Und dass die Leute so mitgelebt haben bei diesen Morden, also auf ihrem Rachefeldzug, das ist dann schön zu sehen, dass die Leute dieser Frau dann wirklich die Daumen drücken und sagen irgendwie, ja, recht hat sie. Also die bringt Menschen um und die Leserinnen sagen irgendwie, das ist okay so. Und das ist sehr, sehr schräg, sehr, natürlich nicht in Ordnung, aber es fetzt. Es politisch gut, nicht korrekt. Politisch absolut nicht korrekt, aber es ist ein Roman, sage ich immer. Und ja, morden kann auch schön sein. Und übers Morden schreiben kann auch Spaß machen, ja, oder? Ja, kann Spaß machen. Also wir haben früher oft das Spiel gespielt, so, also das Spiel, aber dieses Gespräch irgendwie, wie funktioniert der perfekte Mord, oder? Wir schauen viel fern, Krimis sind immer und überall und man kennt sich ja aus irgendwie, oder? Wie geht's und was und DNA und Spuren und wohin mit der Leiche, aber sich wirklich zu überlegen, wie funktioniert der perfekte Mord, und das ist schon sehr, sehr spannend. Und die Arbeit dran. Also ich bin bald soweit. Wir sind gespannt. Natürlich ist es so, dass der Autor ja immer helfen kann. Also praktisch, ich helfe natürlich meiner Protagonistin. Da habe ich sehr viel, bin ich sehr zur Seite gestanden, dass sie auch durchkommt, durch dieses erste Buch, mit ihren Morden davonkommt. Also ich habe ihr schon ein bisschen geholfen. Und wenn du den perfekten Mord dann wirklich geplant und ausgeführt hast oder eine deiner Protagonisten, dann machen wir einfach darüber nochmal eine Extrasendung. Würde ich vorschlagen. Das ist aber ganz spannend, weil ich ja viel auch mit Kripo-Beamten spreche und besonders mit denen ist es sehr spannend zu sprechen, weil die fangen dann am meisten Feuer. Aha. Wie könnte es gehen und was, also die haben natürlich die Erfahrung, oder? Also mehr als alle anderen. Und das ist dann super spannend, wie die dann irgendwie plötzlich brennen irgendwie und mit mir dann überlegen, wie könnte es gehen und wie könnte man da machen, und dass da niemand draufkommt, ist super spannend. Und sehr witzig zu sehen, also welche Leidenschaft da entstehen kann. Was ich total interessant finde, dass du nicht nur theoretisch recherchiert hast und dich irgendwie zu Hause vorbereitet hast auf diese Trilogie. Du bist richtig in ein Bestattungsunternehmen gegangen, hast, glaube ich, sogar ein Praktikum gemacht. Ja. Erzähl uns bitte mehr darüber. Ja, das ist jetzt auch schon wieder Zeit her, aber ist so was vom Tollsten, was ich gemacht habe in meinem Leben. Das klingt schräg, weil Tod ja was ist, was man normalerweise weit von sich schiebt, worüber man nicht gerne spricht. Aber ich wollte eben damals den Beruf meiner Heldin kennenlernen, meine eigene Angst vor dem Tod so ein bisschen überwinden, da ein bisschen reinschauen, was macht das mit mir, wie ist das, wenn man einen toten Menschen sieht, wenn man den berührt. Und bin eben dann in ein Bestattungsinstitut in Innsbruck und habe dort die Bestatterin gefragt, ob ich recherchieren darf. Und sie hat gesagt, ja, du darfst, aber du musst mithelfen. Und ich habe dann blöderweise ja gesagt. Und bin dann irgendwie da reingerutscht und habe bei der Versorgung der Verstorbenen mithelfen dürfen. Und es war eine tolle Erfahrung. Und es war dann schnell klar, eben, dass die Heldin tatsächlich diesen Beruf haben wird und dass das ein sehr praktischer Beruf ist, wenn man Leute umbringt, weil sie ja irgendwie ihre Leichname entsorgt in den Särgen irgendwelcher Verstorbener. Konntest du an solchen Tagen und nach solchen Tagen einfach nach Hause gehen zu deiner Familie und alles war wieder ganz normal, oder bleibt sowas im Kopf auch hängen? Das war erstaunlich irgendwie. Davor habe ich Angst gehabt, dass mich das jetzt verfolgt in meinen Träumen, aber das war eigentlich nicht so. Also ich bin dann immer raus und habe mir gedacht, wie schön ist es, dass ich leben darf. Dass da die Vögel zwitschern und dass die Sonne scheint oder dass es regnet und dass ich den Regen spüren darf. Und das ist schon, also Leben ist schon echt super. Allerdings. Sterben ist allerdings sehr, sehr wichtig für einen Thriller, der einen richtig mitnehmen muss. Und deswegen spielt natürlich der Tod eine ganz große Rolle in deinen Büchern. Wie war das früher? Hast du dich schon immer für einen Tod interessiert? Also du hast ja schon eine andere Krimireihe auch geschrieben, die Max-Broll-Krimis. Ja. Da ist ja auch ein Bestatter die Hauptfigur. Kann man sagen, das gehört zu dir, zu deinem Leben, zu deinen Interessen? Also es war damals die Entscheidung irgendwann, dass ich einen Krimi schreiben möchte und war bei meinem ersten Krimi schon auf der Suche nach einer Figur, die sich abhebt. Also wollte eben keinen Gerichtsmediziner, keinen Journalisten, keine Kriminalbeamtin. Und da war es damals einfach der Totengräber. Also der die Gräber schaufelt am Friedhof.
weil ich mir gedacht habe, am Friedhof ist der Tod mehr zu Hause als überall sonst. Und das hat mich einfach interessiert. Wie ist das Leben eines Gemeindearbeiters? Wie schaut es aus, wenn der Gräber schaufelt? Einfach meine Neugier habe ich da ein bisschen gestillt. Habe einmal ein Grab ausheben dürfen, war super spannend, super anstrengend. Also da braucht man nicht mehr ins Fitnessstudio, wenn man das öfter macht. Das glaube ich. Es sind schon die ersten Zuschauerfragen da. Vielen Dank. Mhm. Und zwar schließt sich eine sofort an etwas, was du gesagt hast über den perfekten Mord. Hier kommt die Frage, aber es gibt doch gar keinen perfekten Mord. Irgendwelche Spuren hinterlässt doch jeder. Das ist das Problem. Eben, leider. Der Kripo-Beamte hat zu mir gesagt, irgendwie das Problem ist immer die Leiche. Also wenn man das schafft, also du bringst jetzt deine Frau um, das geht immer relativ einfach, aber wohin dann mit der? Und allein sie ins Auto zu schaffen und sie irgendwo hinzubringen, im Wald zu vergraben, ungesehen, ist schon Erfolg, aber dann kommt ein Hund und gräbt sie aus. Und dann gibt es Spuren und dann gibt es, das ist das Problem, und irgendwann klingelt es an der Tür. Also es ist schon nicht so einfach. Oder wie wir in Österreich gerade gesehen haben, irgendwie mit zerstückelten Leichen in einem See im Traunsee hat man gerade in zwei Hartschalenkoffern Leichenteile gefunden und Kopf einbetoniert in einem Blumentopf, glaube ich, der in einer Reisetasche war. Und in meinem Krimi, also im Max-Poll-Krimi, im zweiten oder im dritten, irgendwie passiert genau das irgendwie, dass im See das versenkt wird und dann die Eisschicht aufmachen und ciao. Es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Und irgendwie, es wiederholt sich. Also die Fehler werden immer wieder gemacht. Also das ist schon nicht ganz einfach. Aber in Wirklichkeit sollte man das vielleicht auch gar nicht machen. Besser also, nicht. Bitte bringt es niemanden um, Leute. So ganz am Rande sollten wir das Krimis. Auch mal sagen. Die nächste Frage. Schreibst du im Pyjama oder im Anzug? Stefanie will das wissen. Alles eigentlich. Also auch nackt manchmal. Tatsächlich? Ja. Bin aber total froh, dass ich keine Webcam zu Hause habe, dass das niemand sieht. Aber das ist das Schöne irgendwie, im Büro, daheim zu schreiben irgendwie, da ist wirklich egal, wie man aussieht. Schreibe aber auch überall sonst, im Kaffeehaus, im Zug, ganz egal wo, setze mir Musik auf, habe meine Kopfhörer, schalte mir schöne Musik ein und bin dann weg. Was ich auch noch, ist eigentlich wurscht. Und deine Familie stört nicht, deine Kinder? Nein, die sind super. Also ich habe die beste Familie. Und eben wie gesagt, wenn die Musik auf ist, dann bin ich sowieso fort. Ja. Wir steigen gleich mal ins Buch ein, denn deine Sprache ist auch eine ganz besondere. Warum? Das werden wir alle gleich hören. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Toten Frau. Vielleicht sollten wir davor sagen, Blum ist eigentlich total am Ende zu diesem Zeitpunkt, oder? Genau, also eben Toten Frau ist zu Ende, Blum kommt davon mit ihren Morden, mhm. Aber wie ich zuerst gesagt habe, irgendwann klingelt es doch an der Tür und es ist auch so, dass im Totenhaus im zweiten Teil bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden werden und das ist zu viel für einen Sarg und deshalb kommt man dann schnell auf Blum, auf die Bestatterin, die diese Verstorbene beerdigt hat und sie muss fliehen, sie muss weg aus Innsbruck, muss ihre Kinder zurücklassen und findet eben Zuflucht im Schwarzwald in einem leerstehenden Hotel und dort ergeht es ihr dann so. Gleich am Beginn des Buches schon, also es fängt schon ganz wild an. Verzweifelt kommt es aus ihrem Mund, diese Ohnmacht. Blum möchte schreien, um sich schlagen, sie möchte aufstehen und losrennen und sie möchte weinen, doch da sind keine Tränen mehr, leer ist alles. Sie kann nichts mehr tun, sie kann die Uhr nicht zurückdrehen, es nicht ungeschehen machen, alles, was sie getan hat. Es ist kein Geheimnis mehr, in allen Zeitungen steht es, die Nachrichten sind voll davon, jeder kennt ihr Gesicht, alle wissen es, dass sie ein Monster ist, dass sie ihr altes Leben nicht mehr zurückbekommt. Sie hat alles kaputt gemacht und dafür hasst sie sich, dass sie mit dem Schicksal ihrer Kinder gespielt hat, dass sie nur an sich gedacht hat, an ihre Wut. Daran, dass sie ihn umgebracht haben, den Vater ihrer Kinder, einfach so. Erinnerungen, die ihr Herz zerreißen, verdorrtes Fleisch auf einem teuren Teppich, nur noch ihr Wille verhindert, dass ihre Augen für immer zufallen, dass sie ihr Bewusstsein verliert, nur noch diese Gedanken an die Kinder, die sie am Leben halten, die Sehnsucht nach diesem Kichern, wenn sie etwas Verbotenes tun, nach ihrem Übermut,
dem Geschrei, wenn sie müde sind, die Tränen, wenn sie stürzen, wie sie in ihren kleinen Betten liegen und schlafen. Blum sieht es, wie alles beginnt zu verschwimmen. Langsam dreht sie sich auf den Rücken, seit Stunden in Seitenlage, ihre Hüfte tut weh, ihr Arm ist eingeschlafen. Einmal bewegt sie ihn noch. Was früher selbstverständlich war, ist jetzt beinahe unmöglich. Die einfachsten Dinge, jede Bewegung, das Atmen. Sie wird auf dem Rücken liegen bleiben. Vielleicht wird sie noch einige Male den Kopf heben, aber ihr Leib wird sich nicht mehr rühren, bis sie tot ist. Mein Name ist Blum, flüstert sie. Ich hatte zwei Kinder und ich hatte einen Mann. Ihre Liebe, die nach 8 Jahren einfach tot auf der Straße lag, Mark. Ein letztes Mal denkt sie an ihn, an seine Hände, seine Haut, seinen Mund und was er immer zu ihr gesagt hat. Alles wird gut, Blum. Doch nichts wurde gut. Er ist einfach in einer Kiste unter der Erde verschwunden. Das Glück hat einfach aufgehört. Bis jetzt kam es nicht zurück. Da ist niemand, der sie hochhebt, sie in den Arm nimmt. Blum ist allein. Die gute Fee kommt nicht. Kein Wunsch hilft. Es ist die Strafe für das, was sie getan hat. Sie weiß es. Sie kann nichts mehr tun, nur noch da liegen und warten. Zum letzten Mal ihre Lippen bewegen, bevor es für immer still ist, bevor ihre Stimme verschwindet. Egal, was sie dafür geben würde, um weiterzureden, weiterzuleben, nur noch 2 Sätze kommen aus ihrem Mund. Kaum hörbar, langsam das Ende. Es tut mir so leid, sagt sie. Es tut mir alles so unendlich leid. Dann ist da nur noch ein leerer Mund. Sie starrt an die Zimmerdecke. Seit Stunden der goldene Stuck, dieses Deckenfresko, das Paradies. Ein Bild, in dem sie sich verliert, ein Garten mit Obstbäumen, alles blüht und strahlt und wächst. Das Letzte, das sie sieht, eine üppig gemalte Dame, die nackt in einen Apfel beißt. Wieder und wieder hat Blum in den letzten Tagen diese Frau angestarrt, wie unbeschwert sie ist, wie sie sich dem Essen hingibt, dem Wein, dem Leben. Ein Gelage an der Zimmerdecke, Völlerei. Ein Schlag ins Gesicht ist es. Blum sieht, was sie nie wieder haben wird. Wie es hätte sein können. Kirschen, die sie pflückt, wenn ihr danach ist. Der Schatten im Sommer, wenn sie im Gras unter einem Baum liegt. Schön ist es. Einmal kurz noch. Dann schließt sie ihre Augen und stirbt. Dankeschön. Ganz schön heftig, danke dir. Du könntest auch als Vorleser, als Sprecher arbeiten. Also das liegt sicher auch daran, weil das du den Text geschrieben hast, oder? Also es ist sehr, sehr überzeugend. Ja, ich höre das auch beim Schreiben so. Also wenn ich jetzt allein für mich vorm Computer sitze und ich höre mir Musik und dann schreibe, also ich habe den Rhythmus so in mir drin beim Schreiben. Das ist ja ganz wichtig. Dann, wenn es nicht stimmt und wenn es nicht klingt und wenn der Rhythmus nicht da ist, dann passt es nicht. Und dann feile ich so lang, bis das so für mich meinen Rhythmus, meinen Sound hat. Und das, ja, macht Freude. Beim Lesen auch, auf jeden Fall. Und wenn man das vor sich sieht, dann ist eigentlich der Eindruck fast noch stärker als jetzt beim Vorlesen, weil du auch natürlich eine sehr angenehme Stimme hast. Beim Lesen ist das oft so sehr abgehackt, was einen sehr guten, spannenden Sog erzeugt. Ich habe, glaube ich, auch mal in der Rezension geschrieben, Stroboskopsprache. Ja. Und jetzt frage ich mich, ist das was du zum Teil auch konstruierst? Oder bist du auch einer, der manchmal so spricht? Also kommt das wirklich total von dir? Oder hast du in meinem Kopf, ich möchte eine bestimmte Sprache in meinem Buch haben? Na, das kommt wirklich so aus dem Bauch raus. Also es ist eigentlich alles, was die Geschichte betrifft, aber vor allem was die Sprache betrifft, ist das einfach war immer schon sehr aus dem Bauch raus. Also es hat niemand gesagt, du musst das Buch so und so schreiben oder kann man nicht vorstellen, in der Schreibschule gegangen zu sein mit 25, wo dann irgendein Dozent sagt, irgendwie so schreibt man ein Buch oder das könnte deine Sprache sein. Weil immer, ich habe einfach versucht, meinen Ton zu finden, habe das Reduzierte immer sehr geliebt, also dieses knappe, kurze, verzicht ganz viel auf Beschreibungen. Es sind die Menschen in dem Buch nicht beschrieben. Also wie Blum aussieht, weiß eigentlich niemand. Landschaft wird nicht beschrieben, Wetter wird nicht beschrieben. Also das spare ich alles aus und konzentriere mich wirklich auf Handlung und Emotion. Also ich beschreibe ganz viel das Innen und ganz wenig das Außen. Also es funktioniert ganz viel übers Fühlen. Also wenn man will, kann man ganz, ganz viel fühlen, wenn man diese Bücher liest.
Das ist faszinierend, weil mir selber geht es auch so. Ich habe total Bilder im Kopf, wenn ich deine Bücher lese. Und du sagst, viele Bilder beschreibst du eigentlich gar nicht, aber die Gefühle kommen dann hoch. Ich hatte ja auch schon am Anfang erwähnt, dass du dich gut in Fotostudios auskennst, denn du bist eigentlich auch Fotograf. In Bezug auf die Sprache, würdest du sagen, es gibt so eine Art fotografische Sprache? Ich kann sagen, dass die Fotografie bestimmt meine Sprache beeinflusst hat. Also dieses Bildhafte. Oder ich wollte einen Roman schreiben, habe irgendwann ein Notizbuch geschrieben, der wie ein Film ist. Also ich möchte ein Buch schreiben, das wie ein Film ist. Und da ist ja auch so, dass ganz viele Bilder aneinandergereiht werden, ganz viele Szenen einfach aneinander, Bild für Bild. Und das ist an der Fotografie so gewesen, dass ich natürlich irgendwann in einen Raum reingekommen bin und sofort mein Bild gesehen habe. Oder diese 7 Bilder sind möglich. Das sind die, so funktioniert es. Aus dem Winkel, ich muss da hingehen, muss mir den Boden legen, muss das und das machen. Und so ist es, wenn ich draußen bin und Menschen beobachte oder Szenen sehe im Alltag. Und da macht sofort Klack und denke mir irgendwie ganz interessant, die Frau da drüben hat sich gerade in der Nase gebohrt oder keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber in meinem Kopf geht es dann, ich habe das Bild und das kommt dann vielleicht irgendwann in einem Buch vor, aber es geht dann da oben ratter, ratter, ratter weiter. Und das sind einfach ganz viele, oft ist ein Satz, irgendwie ein Bild, aber ein Satz kann eine ganze Landschaft sein. Eine ganze Landschaft, wo ganz viel passiert, wo ganz viele schöne Bäume und Blumen irgendwie sein, aber es steht vielleicht in einem Satz drin, weil es in der Leserin da oben weitergeht. Und jeder hat seine eigene Blumenwiese. Und da gibt es Disteln und bei dir gibt es vielleicht keine Disteln, gibt es nur Rosen oder nur keine Ahnung. Und das ist das Schöne, finde ich, an Literatur, dass so viel Raum bleibt im Kopf der Leserin und des Lesers. Das heißt, das ist für dich auch der Hauptunterschied, wenn du jetzt deine beiden Berufe vergleichst, dass das mehr Raum da ist beim Schreiben? Mehr Raum und viel mehr Freiheit. Also für mich Schreiben einfach die absolute Freiheit. Also ich bin, das ist das Schönste eigentlich dran. Dass ich wirklich alles tun kann, was ich will und es ist mir nichts verboten. Und das ist genial. Wo ich mir mit Regeln sowieso so schwer tue. Da kann ich einfach sein und kann einfach meins machen. Das ist klasse. Und es hat sicher auch was, das Buch, wie du jetzt auch sogar wirklich in dieser Situation zu haben, anfassen zu können, oder? Dass das, was du in deinem Kopf dir überlegt hast, irgendwann mal gedruckt wird, da ist und immer bleibt. Das ist sowieso immer das Schönste, wenn dann nach langer Arbeit und teilweise sehr intensiver Arbeit und man wieder, und das Buch ist fertig geschrieben und dann gibt es eine Überarbeitung und dann gibt es 5 Überarbeitungen und dann ist das irgendwann lektoriert und dann ist irgendwann Korrektur gelesen. Und dann geht es in Druck und dann kommt das Baby da und das ist schon sehr schön. Und das war heuer in diesem Jahr so toll, weil immer wieder ein Karton kam mit Büchern aus irgendwo, aus, keine Ahnung, Norwegen, Griechenland. Und dann nehme ich die Bücher raus und dann habe ich ein griechisches Baby und dann habe ich ein koreanisches Baby. Und die sind jetzt alle bei mir am Schreibtisch im Regal und da schaue ich jeden Tag drauf und denke mir, super. Da passt auch die nächste Zuschauerfrage dazu. Sie kommt von Pippi. Er oder sie fragt, hat der Erfolg dich persönlich verändert? Und wenn ja, wie? Ich bin als Mensch, glaube ich, der gleiche. Auf alle Fälle versuche irgendwie mein Leben glücklich zu leben. Was sich verändert hat und was wirklich schön ist, dass ich jetzt einfach das tun kann, was ich am allerliebsten tue. Und das ist das Schreiben. Nach dem Schmusen. Also Liebe steht ganz oben, das ist Nummer 1. Und das Zweitschönste ist das Schreiben. Das Drittliebste, was ich tue, ist Bücher signieren. Also das ist so die Reihenfolge. Aber dass ich jetzt einfach das machen kann, was ich gern mache. Wo ich mich, das hat sich verändert. Die nächste Frage bezieht sich auch gleich auf den Erfolg. Bleibt denn noch Zeit für Privates? Auf alle Fälle. Ich finde, die Zeit muss man sich nehmen, wurscht, egal welchen Beruf man hat. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man viel Zeit investiert für die Liebe, für die Kinder, für Beziehungen irgendwie, dass man die pflegt irgendwie und das muss man wollen. Ich glaube, das geht, wenn man 60 Stunden arbeitet und wenn man das will, dann geht es und man kann einmal sagen, irgendwie, jetzt arbeite ich mal weniger und gehe mit meinen Kindern Eislaufen. Oder ich mache die Dinge irgendwie. Ich glaube, das muss man noch machen.
Wir springen jetzt nochmal zurück ins Totenhaus, denn ich finde, auch in den Dialogen wird klar, dass du ein ganz besonderer Schriftsteller mit einer eigenen Sprache bist. Also wir haben ja jetzt schon viel über die Sprache gesprochen, aber in den Dialogen kommt das nochmal ganz besonders raus. Du hast eine kleine Szene vorbereitet, dann hören wir uns die einfach an. Genau. Genau, vielleicht Elisa mal und dann sprechen wir. Vielleicht ganz kurz, diese Liebesgeschichte. Noch einmal ganz kurz. Ich wollte eigentlich einen Liebesroman schreiben. Das sage ich immer und das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch stimmt und die Leute lachen mir dann immer aus und sagen irgendwie, du schreibst so grausliche Dinge irgendwie. Das hat mich jetzt auch gewundert. Dann, aber diese Liebesgeschichte habe ich mir dann, also Entscheidung war, ich schreibe einen Thriller, aber diese Liebesgeschichte steht da drin in dem Buch. Also diese Liebe zwischen Blum und Mark, diesem Polizisten, den sie da geheiratet hat, die ist einfach Basis für alles. Also Basis für alles, was passiert. Und im Totenhaus erinnert sie sich natürlich immer wieder an das, was sie gehabt hat, was sie jetzt nicht mehr hat, das Glück, das ihr genommen wurde. Und unter anderem eben auch an einen Dialog, den sie mit Mark geführt hat. Und das geht so. Wenn du dir etwas wünschen könntest, Blum, und es wäre alles erlaubt? Ja. Keine Einschränkungen? Nein. Egal wie unmöglich es ist? Völlig egal, du könntest dir wünschen, was du möchtest. Und es würde in Erfüllung gehen. Ja, aber nur ein Wunsch. Mein Mann ist also die gute Fee. Ja. Wie lange habe ich Zeit, es mir zu überlegen? 60 Sekunden. Warum nur 60? Weil ich dich dann küssen will. Küss mich doch. Du musst dir zuerst etwas wünschen, Blum. So eine Chance bekommst du nie wieder. Du sollst mich küssen. Komm schon, Blum. Also gut, ich wünsche mir, dass du mich küsst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, das ist dein Wunsch. Das ist alles, was ich will. Und das ist schon gescheit schön, nicht? Wunderschön. Also das wünschen wir uns ja eigentlich alle, nicht? Ja. So, oder? Absolut, ja. Und das Tragische oder Traurige ist natürlich daran, dass sie das nur imaginiert. Ja. Also, dass sie die Gespräche mit ihrem verstorbenen Mann nur im Herz führen kann. Das ist brutal. Ja. Also, man wünscht dieser, das ist ja das. Oder mit ganz vielen Menschen, die das Buch gelesen haben, habe ich ja gesprochen und die sagen irgendwie, bitte, lass die Frau am Ende des dritten Teils nicht sterben. Das darf nicht passieren. Und man wünscht dir auch, man wünscht dir das Glück. Man wünscht dir, dass sie endlich irgendwie zur Ruhe kommt, dass sie ganz ein normales Leben vielleicht führen kann. Und das wünsche ich ihr auch. Und das wird passieren. Also wir haben jetzt beschlossen, im dritten Teil, Totenrausch wird er heißen, wird dann, wenn man vorne aufschlägt, wird dann da stehen, alles wird gut. Und es wird auch alles gut. Nur muss sie einmal noch wirklich durch die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Aber es wird ein Happy End geben. Ich liebe Happy End. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ja. Dieses alles ist gut oder alles wird gut, das kam ja auch zwischendurch schon mal in den beiden ersten Bänden. Ja. Aber man hat als Leser schon immer gewusst, okay, so gut kann es nicht lange anhalten. Es wird sich was verändern. Ja. Das ist natürlich das Spiel damit, oder? Alles wird gut, der Wunsch und eigentlich passiert genau das Gegenteil. Das geht irgendwie in einer Abwärtsspirale nach unten. Aber der Wunsch und die Sehnsucht nach dem, die Sehnsucht nach Liebe, nach Glück, nach einem zufriedenen, glücklichen Leben, irgendwie, der schwebt da oben drüber. Und das wünschen wir ja. Und das ist irgendwie, das sind so die zwei Seiten in dem Buch. Wie ist denn diese Figur für dich inzwischen? Ist das eine Freundin oder fast schon eine Partnerin? Also ich finde sie total super. Also ich bin, wenn ich nicht schon so eine tolle Frau hätte, irgendwie, ich würde die irgendwie nehmen. Wo ich mir dann schon denke, irgendwie, die hat schon ein paar Leute umgebracht und irgendwie, ich muss mich Gott sei Dank nicht entscheiden. Aber ich würde mit ihr auf Urlaub fahren, vielleicht. Was mir sehr gut an ihr gefällt, ist, dass sie beide Seiten hat, dass sie unglaublich cool ist, sie kann fluchen, sie kann morden, natürlich, sie fährt Motorrad, aber sie kann natürlich auch traurig, melancholisch sein, sie kann total verletzt sein. Hast du ganz bewusst dir gedacht, ich konstruiere keine Klischeefigur, weil das gibt es oft in Krimis und Thrillern, dass die Frauen, auch die Ermittlerinnen, ja so tollpatschig sind oder immer aus so einer Verliererperspektive heraus agieren. Bei dir ist es nicht so. Ja, das war auch wieder ganz viel, wieder Gefühlssache einfach. Die hat natürlich auch logischerweise ganz viel von mir.
habe ich ganz viele Eigenschaften, oder dass die mit dem Herz in der Hand so teilweise völlig planlos, völlig irrational durch dieses Buch rennt, so bin ich auch ein bisschen. Und das sind so Eigenschaften, die ich von bestimmten Leuten auf die Figuren auch verteile. Aber dass sie so ist, ist irgendwie so aus meinem Gefühl heraus passiert. Und das ist ja manchmal, ist sie vielleicht im zweiten Teil im Totenhaus, ist sie nicht ganz so tough wie in Totenfrau. Und sie ist anders da. Und sie ist rührseliger und sie ist irgendwie schwächer und sie ist zarter. Und das, aber das muss so sein. Ich wollte das gleiche Buch nicht noch einmal schreiben. Das ist ja oft so, dass wenn ein Buch Erfolg ist, dass dann die Autorin oder der Autor dasselbe Buch noch einmal schreibt. Und die wollte irgendwie so die Brücke zum dritten, der dritte Teil, der wieder sehr schnell ist, extrem schnell, das wird der Action-Krocher. Also da ist wirklich von Seite 1 bis Ende geht's, da kommt es ja nimmer zum Schnaufen. Das ist wirklich wild. Ja, aber ja, also mich hält es im Moment so in Atem beim Schreiben, ja, dass ich mich sehr, sehr freue, wie das dann draußen ankommt. Bin sehr gespannt darauf schon. Ja. Kurz nochmal einen Sprung zurück zum ersten Band, zur toten Frau. Das Hauptmotiv von ihr ist ja Rache. Es fällt, glaube ich, öfter, ja, in den Kritiken oder auch von deinen Lesern, von den Fans, das Wort Rachegöttin. Was kannst du mit dem Prinzip Rache anfangen? Also kannst du sie da nachvollziehen? Ja, absolut. Also ich war großer Fan vom Grafen von Monte Cristo. Das war so mein Jugend. Held oder diese Geschichte hat mir einfach schwer fasziniert. Ein Mann wird eingesperrt, unschuldig verhaftet, eingesperrt, 20 Jahre seines Lebens werden ihm gestohlen, seine Frau wird ihm genommen, Drama. Und dann befreit er sich und gräbt sich da raus und kommt da irgendwann raus und dann rächt er sich. Und das war, habe ich geliebt, einfach diese Rache. Und Rache ist natürlich, das ist nichts Gutes und macht den Grafen von Monte Cristo am Ende nicht glücklich, aber es hat extrem Spaß gemacht, das zu schreiben. Und sie rächt ja nicht nur den Tod ihres Mannes, sondern es sind ja noch drei andere illegale Flüchtlinge aus Moldawien irgendwie mit im Spiel, denen Schreckliches angetan wird. Also die rächt ja auch das, was denen angetan wurde. Und die da sterben irgendwie, das sind ja wirklich böse. Also das war damals auch die Entscheidung beim Schreiben. Zeichne ich diese Figuren jetzt irgendwie schattiert? Lasse ich die noch auch ein bisschen was Gutes haben? Nein, das war einfach ganz klar, die sind böse. Die sind nur böse, die sind schwarz, dunkelschwarz und jeder einzelne von denen hat es verdient. Das macht es dem Leser und der Leserin leichter, das gut zu finden und hat mir es auch erleichtert, denen richtig Saures zu geben. Das war super. Es sind wieder jede Menge Fragen gekommen. Vielen Dank an Sie. Sie können auch weiter sich beteiligen über die Fragebox direkt an Bernhard Eichner Ihre Fragen schicken. Luisa hat das zum Beispiel getan und sie will wissen, schreibst du per Hand oder per Laptop, PC? Totenfrau und Totenhaus wird es mit dem Computer geschrieben. Die Bücher davor werden eigentlich alle mit der Hand geschrieben. Mhm. Also zuerst handschriftlich, dann beim Eingeben in den Computer schon praktisch die erste Überarbeitung. Und im Urlaub zum Beispiel schreibe ich alles mit der Hand. Auch da, keine Ahnung, sind dann da 15 Kapitel, weil eben dann kein Wischen nach links und rechts und keine E-Mail und kein Facebook und kein, das ist manchmal ganz gut. Und das Handschriftliche ist einfach sehr still und sehr bei sich sein, bei mir sein. Und das ist schon ganz was Schönes. Also ich liebe Handschrift. Gleich die nächste Frage von Marion. Vielen Dank dafür. Wie lange hast du an den Büchern geschrieben, will sie wissen? Totenfrau hat alles zusammen, sage ich mal, vom Überlegen, von der ersten Idee für die Figur, für die Geschichte bis zum Ende, ich schätze mal, 1,5 Jahre sowas. Und 3/4 Jahr. Vom ersten hat es länger gedauert. Bis Totenhaus, ja, 1 bis 1,5 Jahre. So. Also ich überlege immer sehr viel, bevor ich beginne zu schreiben. Ich tue mal 3 Monate nur überlegen, wer spielt mit, wo spielt das Ganze, wer ist gut, wer ist böse, was haben die für Berufe, haben die Kinder, haben die Freunde, sind die sympathisch, wie sympathisch sind sie, haben sie Auto, haben sie kein Auto, haben sie Eltern, 1000 Dinge, was passiert. Also das überlege ich mir alles, mache mir Notizen, skizziere das und dann beginne ich zu schreiben. Passiert mir auch nie, dass sie nicht weiß, was sie schreiben soll. Dass sie dann am Schreibtisch sitzt und sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Vor dem hätte ich Angst vielleicht, deswegen mache ich es andersrum.
besser dass so, ich dann auf Seite 300 bin und denke mir, das geht sich nicht mehr aus bis zum Ende. Ist aber nach wie vor trotzdem dann spannend, dass sie also jetzt das, der Totenrausch ist jetzt doch geplottet, es steht alles, ich bin irgendwo in der Mitte, aber natürlich hoffe ich, geht sich das dann aus, alles bis zum Schluss, Umfang ungefähr dasselbe. Und wenn das dann am Ende passiert, dass dann alle Fäden so zusammenlaufen und das geht dann und das geht sich aus und das geht ineinander und dann macht es so und dann klappt man das Buch zu und hat das Gefühl, wow, und das ist super. Und wenn, so geht es mir beim Schreiben, dass sie dann, ja, aber das ist schon sehr spannend. Wenn du das jetzt so beschreibst, dann möchte ich am liebsten auch das Buch gleich jetzt da haben, ja. Den dritten Teil. Das ist die Absicht, oder? Genau. Ich komme zur nächsten Zuschauerfrage. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Hier steht, großes Kompliment an Herrn Eichner, gebe ich gerne weiter. Nicht nur ein toller Autor, sondern auch ein toller Mensch. Eine Bereicherung, Ihnen zuzuhören. Weiter so. Vielen Dank. Das hören wir doch gerne. Und hier kommt auch schon die nächste. Sind die Übersetzungen eigentlich Vertrags- und Vertrauenssache, steht hier genau. Oder wie ist das für den Autor? Darf ein Autor auch kontrollieren, wie das übersetzt wird? Er dürfte bestimmt, nur, also ich kann Englisch, kann ein bisschen Italienisch, und dann, aber im Englischen war es schon schwierig. Also die Engländer haben mich auch eingebunden. Und, aber das ist schwierig. Aber es bedarf natürlich, also ich muss dem vertrauen. Und ich setze auch voraus oder glaube daran, dass die Verlage in den jeweiligen Ländern das Beste für das Buch wollen, die beste Übersetzung in Auftrag geben. Und da muss ich drauf vertrauen. Ich habe keine Ahnung. Das Koreanische, das schaut so schön aus, aber das sind einfach viele Zeichen irgendwie. Und ich denke mir irgendwie, ich hoffe, die haben das ganz toll gemacht. Oder das Griechische. Es schaut hübsch aus, aber ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Nicht? Also ich kann es mal. Oder im Italienischen, jetzt reicht mir Italienisch, dass ich es verstehe, weil ich es ja geschrieben habe. Irgendwann das geht, aber ob das jetzt toll ist, ob mein Ton so getroffen ist, irgendwie, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also ich habe gehört irgendwie, dass die englische Übersetzung toll ist, also von Leuten, die das beurteilen können, von Native Speakern. Und das soll toll sein. Und ja, muss man darauf vertrauen, dass die ihren Job gut machen. Mhm. Wir gehen gleich nochmal zurück ins Totenhaus und haben noch eine dritte Lesestelle. Da kommt jetzt eine Figur, eine, die sehr, sehr wichtig ist für die Handlung und für Blum auch. Das ist Leo Kuhn. Vielleicht erzählst du uns erstmal, was es mit diesem Typen so auf sich hat. Ja, es ist, dieser Leo Kuhn ist ein bisschen nicht nachempfunden, aber es gibt ja diese Körperwelten, diese Plastinationsausstellungen, und in einer dieser war ich vor 2 Jahren und war damals so fasziniert von dem, was da passiert, mit Verstorbenen gemacht wird, aber mehr schockiert von dem, was mit den Leichnamen da gemacht wird, und habe mir dann gedacht, so eine Figur hätte ich gerne in meinem Buch, habe mir so eine gezeichnet, der heißt eben Leo Kuhn, und er treibt es eigentlich auf die Spitze. Also das, was im Moment passiert in den Körperwelten, es werden Tiere plastiniert, es werden Menschen plastiniert, aber mein Leo Kuhn kreuzt Tier und Mensch, zerlegt die Körper, zerlegt die Tiere und schraubt sie wieder neu zusammen. Also es ist sehr, sehr schräg. Mich fragen die Leute immer, wie kommst du auf sowas? Ich sage immer, ich weiß es nicht. Am Ende steht es am Papier. Aber dieser Leo Kuhn ist eben eine Figur. Blum begegnet ihm, weil, vielleicht um ganz kurz das zu sagen, irgendwie, es gibt da in diesem Buch eine Zwillingsschwester, die da auftaucht, auf die sie irgendwie stößt. Jetzt müsst ihr bitte selber lesen, wie sie da hinkommt. Aber dieser Leo Kuhn kannte eben diese Frau, diese Zwillingsschwester, die verstorben ist, die selber ein Plastinat wurde, die Zebrafrau in dieser Ausstellung ist, in die Blum kommt. Und ja, dieser Kuhn, schräger Vogel, zu dem fährt sie nach Nürnberg in sein Labor, und er nimmt sie eben mit zu dieser Familie, zu dieser anderen Familie, Zwillingsschwester deshalb, weil sie adoptiert wurde, wie man aus Totenfrau weiß, als Blum 3 Jahre alt war, und es gab ihm da ein anderes Mädchen. Und das andere Mädchen kam in den Schwarzwald, in dieses Hotel, in das sie dann später flieht, und dorthin bringt sie dieser Kuhn, und ja, als sie zum ersten Mal dorthin kommt, das geht so. Sie stand auf dem Hügel und schaute hinunter auf das Anwesen. Was ihr Kuhn erzählt hatte, war untertrieben, eine Lüge fast. Von einem Hotel in schöner Lage hatte er gesprochen, was sich aber vor Blum auftat, war weit mehr als das.
ein Koloss mitten auf einer Lichtung, ein riesiges Gebäude, ein Ungetüm, hunderte Balkone, mindestens 10 Stockwerke, Tennisplätze, Pools, ein Park, Personalhäuser, eingebettet in die Natur stand es da, das Haus, in dem Björk aufgewachsen war, die Heimat ihrer Zwillingsschwester, ein Paradies, das Solveig. Das hier wäre die Alternative gewesen. Björk war hier aufgewachsen. Sie hat in einem Park mit einem künstlich angelegten Teich gespielt und nicht in einem Kühlraum mit Leichen. Wie es Blue mit einem Mal wieder einfiel, die unzähligen Stunden mit den Toten allein, ihre kindliche Neugier, die sie damit stillen musste, toten Menschen Nadeln in die Haut zu stechen, ihnen mit einem Feuerzeug die Haut zu versengen, weil sie sehen wollte, ob sie sich bewegen würden, ob sie tatsächlich keinen Schmerz mehr empfanden. Keine Außenpools, keine Minigolfanlage, keine Hundertschaft an Mitarbeitern, mit denen sie hätte reden können. Blum hatte nur ihre Leichen gehabt. Keine Gäste aus aller Herren Länder, kein Besuch in der alten Villa, keine Freunde der Eltern, auf deren Schoß sie hätte sitzen können, nur Angehörige mit Tränen in den Augen, nur diese Sehnsucht nach Liebe und Berührung, kein Herumtollen im Wald, keine Solveig, kein Alfred, keine Kindheit, nur das Bestattungsinstitut, nichts sonst, gar nichts. Blum war wütend, ohne Worte enttäuscht. Kuhn stand neben ihr, als könnte er ihre Gedanken lesen, legte er seinen Arm um sie. »Lassen Sie uns dem Teufel in die Augen sehen und eine Flasche Wein zusammentrinken, das wird uns jetzt gut tun.« Dann schob er sie zu ihrem Motorrad und klopfte ihr auf die Schulter. »Sie schaffen das, ich bin bei Ihnen.« Dankbar schaute sie ihn an, drehte den Schlüssel und fuhr den Hügel hinunter. Und das hätte sie besser nicht tun sollen, dass sie dann da eintaucht, dass sie diese Leute kennenlernt. Neben dem Kuhn auch diesen Alfred, den Vater dieser Zwillingsschwester und ihren Bruder, den Ingmar. Und die bieten ihr Hilfe an, die sie natürlich annehmen muss, weil sie nirgendwo mehr hin kann. Und die sagen irgendwie, du bist Familie, wir halten zusammen. Und sie kommt dann dort unter, aber die sind wirklich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Bis jetzt habe ich gedacht, dass es die schlimmsten Figuren sind, so an psychisch verdreht und wirklich, wirklich kaputt, die ich jemals geschrieben habe. Aber in Totenrausch gibt es ja einen jetzt, der ist noch schlimmer. Der toppt alles. Okay. Ja. Und es sind nicht nur die schlimmen Figuren, sondern es ist ein schlimmes Haus. Ich habe beim Lesen wirklich gedacht, boah, das ist genauso gruselig wie Shining. Ja, eben, das war so ein bisschen die Inspirationsquelle, weil dieses Hotel Solveig eben seit 25 Jahren leer steht. Die Solveig, die dem Hotel den Namen gegeben hat, die Frau, dieses Alfred Kaltschmidt, ist damals gestorben und der Alfred, hat gesagt, irgendwie so, jetzt sperren wir zu das Haus, ich will keine Gäste nie mehr nicht sehen. Und seit 25 Jahren ist da keiner mehr. Also nur Vater und Sohn, die in diesem leeren Hotel leben. Gibt es noch die Hausdame, die Gertrud, aber sonst ist da keiner. Und Blum irrt durch dieses Haus irgendwie und darf nicht raus, weil sie darf nicht gesehen werden. Und sie ist da, und das war eben wie Shining, irgendwie dieses Hotel aus diesem Kubrick-Film. Das ist mir so als 13-Jähriger, da habe ich den Film gesehen, leider zu früh, war schwer traumatisierend. Das habe ich ewig in meinem Kopf gehabt. Und dieser Bub, der mit dem Roller da, genau, mit dem Dreirad durch die Gänge fährt. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen mein Trauma von der Seele geschrieben. Hat es funktioniert? Ja, hat super funktioniert. Also ich schlafe wieder gut und es geht mir super. Du sagst, für dich war das zu früh. Was würdest du denn für deine Bücher empfehlen, gerade auch in Bezug auf deine Kinder? Gibt es da ein Alter, dass du sagen würdest, ab da kann man, darf man meine Bücher lesen? Ja, wenn man überlegt, also die Kleinen sind zu klein, aber der 12-Jährige fragt natürlich immer, Papa, wann darf ich das lesen? Das ist natürlich gierig, weil alle reden drüber, alle lesen. Und zu ihm sage ich irgendwie, bis er 15 ist, sollte er warten. Wenn er es dann heimlich liest irgendwann, aber es ist doch schon heftige Kost. Also da finde ich, sollten wir ein bisschen aufpassen auf die Kinder. Was sie auch fernsehen und was sie auch lesen. Wobei lesen natürlich, jeder hat so seine eigenen Dinge im Kopf, aber wenn es dann um weiß nicht, Vergewaltigung und um wirklich so psychisch so wilde Geschichten geht, kann man schon ein bisschen Acht geben, finde ich, auf die Kinder.
Hast du bei Erwachsenen das Gefühl, dass unter anderem auch deine Thriller so eine Art Erleichterung verschaffen, weil man über etwas liest, was nicht so, also was viel, viel schlimmer ist als das eigene Leben? Also dass sozusagen sich so eine Beruhigung einstellt, Gott sei Dank, bei mir zu Hause geht es nicht so ab. Ich glaube, dass das generell bei Kriminalromanen, Thrillern so ist, dass, dass wir das gern lesen, mir also ich auch, weil eben, wenn man das Buch zuschlägt, die Welt wieder gut ist. Sagen wir mal, sie ist eh nicht gut, aber sagen wir mal weitestgehend, das eigene Leben irgendwie genau, gut ist. Genau, im kleinen Kreis. Aber wenn man das dann liest, irgendwie taucht man ja voll ein und ist da mittendrin, schaut im Grunde dem Mörder über die Schulter, ist mit dabei, tötet sogar mit. Man mordet ja irgendwie und drückt der Frau die Daumen. Aber letztendlich irgendwie macht man zu und man hat eine weiße Weste. Und das ist Schöne, dass ihr im Grunde mache ich das ja für meine Leserinnen irgendwie. Also ich bin ja so ein bisschen, ich sag mal, ich mache das, damit sich die Leute gut fühlen können. Und ich bin, nein, eigentlich macht einfach Spaß. Und ich glaube, das Lesen soll auch Freude machen. Mhm. So. Kann man sagen, dass du es liebst, hinter Fassaden zu blicken? Denn deine Figuren machen das ja. Also Blum will hinter die Fassade des Mordes, Unfalls ihres Mannes im ersten Teil gucken. Dann will sie hinter die Fassade dieser anderen Familie und des Hauses, über das wir gerade gesprochen haben, gucken. Würdest du sagen, das ist so ein Hauptaspekt deiner Bücher, dass man guckt, was dahinter ist? Ist bestimmt so, ja. Weil es auch Spannung, das macht auch Spannung, nicht? Wenn man Geheimnis wittert oder Geheimnis ahnt und irgendwie vielleicht das in den Raum stellt und man will natürlich wissen, was ist dahinter, wie tief geht es da runter, der Brunnen irgendwie, wenn ich da runterkletter, wo komme ich da unten an? Und das in diesen Brunnen runter zu klettern, ist so da rein und das ist super spannend, wenn es dann dunkel ist und man hat keine Taschenlampe mit und ich bin das einzige Licht. Aber für die Leserin und den Leser dadurch. Und das ist ja das. Also man kann mir ja vertrauen. Deswegen haben wir dich auch heute extra eingeladen, damit wir dich auch sehen und merken, das ist ein vertrauenswürdiger Mensch. Man kann nicht nur seine Bücher lesen, sondern ihm auch darüber hinaus vertrauen. Gut, wir haben wieder Zuschauerfragen. Vielen Dank, dass Sie sich so rege beteiligen. Stadelfred schreibt, wie geht's nach Totenrausch weiter? Oder nimmst du dir nach der Trilogie eine Auszeit? Eine Auszeit geht gar nicht. Also ich muss schreiben. Das ist tatsächlich so, wenn ich nicht schreibe, bin ich unglücklich. Wenn ich mal 3 Wochen nicht schreibe, dann geht es mir nicht gut. Totenrausch ist dann der letzte Teil. Also es wird bei 3 bleiben. Aber das nächste Buch dann ist schon in der Röhre. Also es gibt, die Geschichte steht schon. Mhm. Wird dann 2017 auch Ende des Jahres erscheinen. Und das habe ich geträumt, witzigerweise. Also ich bin vor 4 Monaten mitten in der Nacht aufgewacht und habe so wie, das war Kino in meinem Kopf, also Traum. Und ich bin aufgewacht und war da mittendrin und mir dachte irgendwie, wie heftig ist denn das, was jetzt da oben passiert ist in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt sofort aufstehen und muss das aufschreiben, weil man vergisst es ja dann, oder? Man schläft weiter und dann verschwindet das wieder irgendwo. Und habe dann war dann wach, habe das aufgeschrieben und am nächsten Tag in der Früh habe ich gedacht, Wahnsinn. Und das wird das Buch sein. Also da war wirklich so die Hälfte des Buches war da in der Nacht, ist da passiert. Und habe es dann meiner Verlegerin erzählt vor 2-3 Monaten. Die ist abbegeistert, alle haben erfreut und wir freuen uns alle auf das Buch. Und ihm ja ganz besonders aufs Schreiben. Es wird ein bisschen anders sein. Und weil ich immer bemüht bin, dann was anderes auch auszuprobieren. Wie werden dann die Dialoge ausschauen? Oder wie erzähle ich? Es gibt vielleicht einmal einen Ich-Erzähler oder was, einfach so, dass sie mal ein bisschen was Neues ausprobieren und andere Figuren und ja, das ist ganz spannend. Und dann kommt der Liebesroman. Von dem. Endlich. Ja, den. Also ist auch schon besprochen mit dem Verlag und wird kommen, aber danach dann, 2018 dann. Aber die Geschichte gibt es schon und ist eine ganz schöne Geschichte. Absolut leichenfrei. Zur Abwechslung mal. Du hast ja auch gesagt, dass du Vielseitigkeit liebst, dass du gerade eben, dass du was anderes gerne machst. Du schreibst auch Hörspiele, du schreibst Theaterstücke. Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie Jonglieren. Du hast Familie auch. Wie schaffst du das alles? Du machst viele Lesungen live. Du bist hier heute. Ja, das eine ist eben das Schreiben, das andere ist die Familie.
das in diesem Jahr waren sehr, sehr viele Lesungen, aber ich fotografiere nicht mehr. Von dem her passt es. Dann bin ich vielleicht 2-3 Monate unterwegs, aber im Restjahr bin ich zu Hause. Und da geht sich das alles ganz gut aus. Und die Abwechslung am Schreiben, also Schreiben, ob das Hörspiel ist oder Theater ist, aber es ist immer Schreiben. Mhm. Und im Theater sein halt, da geht's halt, funktioniert alles über die Dialoge, was ich sehr liebe. Und ist ganz spannend. Und was auch ganz schön ist jetzt, was sich jetzt aufgetan hat, was passieren wird, ist, dass im Toten Frau höchstwahrscheinlich auch ans Theater kommt. Und ich zuerst gesagt habe, wie soll denn das gehen? Aber wir sind jetzt da am Reden irgendwie und es gibt da ganz schöne Aussichten, dass da richtig ein tolles Theaterstück draus wird. Sehr spannend. Für mich auch total spannend. Und das ist was neu ist, was ich mir vielleicht zuerst nicht so vorstellen habe können. Aber wie funktioniert das? Wie machen Theaterleute das? Wie gehen Dramaturgen mit dem Stoff um? Was kann man tun? Wie? Und das ist super spannend. Und da die Abwechslung oder mal ein Hörspiel schreiben. Oder eben, es gibt da ganz viel, was noch zu tun wäre. Oder womit ich gern meine Zeit verbringen würde. Mhm. Man merkt, dir gehen die Ideen nicht aus. Nein, ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Sabine, vielen Dank. Wird Ihnen Blum abgehen? Wir haben ja über die Zeit nach Blum gesprochen. Und dazu noch liebe Grüße aus Innsbruck. Hallo, danke. wahrscheinlich schon, ja. Aber jetzt habe ich wirklich, also wenn dann Totenrausch fertig ist, werden es dann 4 bis 5 Jahre sein, wo ich mich, also in denen ich mich mit der Figur beschäftigt habe, wo die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Aber sie stirbt ja nicht. Und das ist das Schöne. Die bleibt da. Und dir geht's gut. Ich weiß, wo sie ist dann. Wo sie dann hinfährt. Aber ich darf jetzt nichts verraten eigentlich. Aber es wird alles gut und ich kann mit ihr sprechen. Die nächste Frage ist auch schon da. Wie geht man als Autor eigentlich mit negativer Kritik um? Also gab es ja eigentlich kaum bei deinen Büchern, aber wie ist das? Ich denke mal, das Buch, das allen gefällt, das gibt's nicht. Und das kann ich nicht schreiben, das kann der Stephen King nicht schreiben und das kann die Elfriede Jelinek nicht schreiben, das kann niemand schreiben. Ich denke mal, ich möchte gern viele Leserinnen begeistern und fesseln und einfach mit dem, was ich mache, beglücken. Und um das geht's. Und wenn es jemandem nicht gefällt, irgendwie ist das auch völlig in Ordnung und passt das auch. Wenn Kritik jetzt von Kritikern, Literaturkritikern kommt und die begründet ist, also wenn das in die Tiefe geht, dann kann man sehr wohl was daraus mitnehmen. Und habe ich mir mitgenommen, teilweise aus Kritik. Gott sei Dank, aus wenig Kritik, die es gegeben hat als bei Totenfrau, haben wir bestimmte Dinge mitgenommen. Und das ist auch gut so. Also Kritik vertragen ist wichtig. Ich bin aber froh, dass ich Mitte 40 bin und nicht, dass ich nicht 23 war, wo der Erfolg gekommen ist. Da hätte ich wahrscheinlich nicht damit umgehen können. Jetzt denke ich mir, du bist du und ich bin ich. Und jeder bringt sich selber mit und das passt und das ist gut so. Und dann, wir können darüber reden, aber es kann auch deine Meinung sein und meine Meinung, meine Meinung. So irgendwie. Und meine war sowieso positiv. Die war super. Eine Frage, die heute Abend mehrfach kam von unseren Zuschauern, vielen Dank. Gibt es schon Pläne für eine Verfilmung? Ja, die sind sehr konkret dran. Da haben sie das ganze letzte halbe Jahr verhandelt mit einem großen Sender in USA. Also es wird eine Serie werden, die zerschneiden Totenfrau in 12 bis 14 Folgen. Da sind sie jetzt gerade dran am Drehbuchautoren suchen und am Buch schreiben, jetzt im ersten Halbjahr 16. Und dann wird es einen Pilotfilm geben, der wird dann ausgestrahlt, wenn der positiv angenommen wird, dann werden die Folgen produziert. Also ich bin jetzt am Daumen drücken, aber es ist alles am Start, sie sind dran und wird Serie, was mich ganz besonders freut, weil es sehr schwierig ist, wie man wissen, Literaturverfilmung und man liebt ein Buch und hat es großartig gefunden und hat sich 600 Seiten mit dem Buch identifiziert und hat da mitgelebt und dann gibt es 120 Minuten Kinofilm und da wird das alles reingepackt und umgeschrieben und Figuren weg und dazu und da ist oft ganz viel Enttäuschung dabei bei Literaturverfilmungen sehen und bei Serie irgendwie habe ich einfach ganz
gutes Gefühl. Ich liebe selber, ich lieb das Format. Und man kann einfach viel breiter erzählen. Ich glaube, eine Serie kommt einem Buch viel, viel näher, weil man viel mehr Raum hat, viel mehr Platz hat für die Figuren und das viel breiter erzählen kann. Und ich glaube, dass das, da kann eigentlich nichts schief gehen. Aber natürlich kann das immer. Ich kann dann auch wahrscheinlich da sitzen und mir denken, um Gottes Willen, was ist da passiert. Aber Film ist ein Film und ein Buch ist ein Buch. Und ein Theaterstück ist ein Theaterstück. Und da gibt es einen Regisseur und da gibt es einen Drehbuchautor und dann gibt es den Showrunner und dann gibt es ganz viele Leute, die Profis sind und ihren Job machen und die sich natürlich einbringen. Und das ist ein Teamsport. Das Buchschreiben ist eigentlich ist so eine Einzeldisziplin. Und das, da bin ich eher daheim. Mhm. Also ich bin jetzt schon ein Teamspieler, aber jetzt, man muss darauf vertrauen, dass auch die anderen ihren Job gut machen. Das tue ich. Wir waren ja gerade beim Filmbusiness und ich habe gelesen, dein Vorbild oder eines deiner Vorbilder ist Sylvester Stallone. Wie kommt es dazu? Ja, das, meine Frau sagt immer, ich soll das nicht sagen, aber. Entschuldigung. Nein, Spaß. Nein, ich finde ihn wirklich gut. Der hat, die Geschichte ist eben die, dass er 1976 dieses Drehbuch für Rocky geschrieben hat, für diesen Boxerfilm. Und er war bis dahin Bodybuilder und hat in einem Softporno die Hauptrolle gespielt. Und er hat aber damals gesagt zu den Produktionsfirmen, die sich interessierten für dieses Buch, die ihm das unbedingt abkaufen wollten, sie kriegen das nur, wenn er die Hauptrolle spielen darf. Und die haben ihm dann noch mehr Geld geboten, damit er das nicht mehr will. Und er hat sich aber durchgesetzt, hat die Hauptrolle gespielt, das wurde verfilmt, wurde für 10 Oscars nominiert, 3 Oscars hat der Film gekriegt, unter anderem für das beste Drehbuch, das er geschrieben hat. Und das war für mich so als Jugendlicher das totale schöne Geschichte, einfach wenn man wirklich an was glaubt, dass man das auch schaffen kann. Und das war immer so, ich habe mir gedacht, ich möchte gern Schriftsteller werden, weil der hat das auch geschafft. Also das war schon so ein bisschen, das habe ich sehr bewundert, wenn jemand dranbleibt an was. Das war große Motivation und Inspiration und von dem her sage ich, Silvester kommt immer wieder am 31. Ja. Und Stallone war Bodybuilder, genau zunächst hast du ja gesagt, das war ja auch Arnold Schwarzenegger, ein anderer Österreicher. Der ist Gouverneur geworden, das ist der Wahnsinn. Und wie du, wenn ich diese nicht ganz passende Parallele ziehen darf, auch einer, der von Österreich aus zunächst mal die Weltkarriere angetreten hat. Würdest du sagen, es gibt da so einen speziellen Charme oder einen speziellen Ehrgeiz, den manche Österreicher vielleicht haben? Das mit Verallgemeinerung tun wir sowieso schwer, aber es kann natürlich sein, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nur, ich glaube, dass es egal ist, wo man herkommt. Das war für mich so, dass ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da war der Berufswunsch Schriftsteller, das war Spinnerei, nicht sowas überhaupt zu denken. Aber von dem her glaube ich eben, dass ganz egal, wo man herkommt, dass man, wenn man was wirklich will, dass man das schaffen kann. Man muss nur fest dranbleiben, fleißig sein, irgendwie Rückschläge einstecken, dranbleiben und wieder fleißig sein und beharrlich sein und keine Ahnung, das einfach mit Leidenschaft betreiben. Ich glaube, dann kann ganz viel wachsen. Egal, welche Sprache, wo man herkommt, wie, ja. Aber ja, wir sind schon super, wir Österreicher, so gesehen. Sowieso, klar. Du hast ja gesagt, dass eigentlich Wünsche in Erfüllung gegangen sind, dass du jetzt das machst, was du immer tun wolltest, schreiben und du kannst davon leben. Gibt es sonst noch Wünsche? Ist irgendwas noch offen? Können wir irgendwas noch klären? Puh, ich bin echt wirklich glücklich. Also wenn das mit der Liebe passt irgendwie, das ist super und das Schreiben und Kinder und ist echt gut. Ein bisschen Freunde, ein bisschen saufen gehen ab und zu. Super. Das war ein perfektes Schlusswort. Ich fasse nur noch mal für unsere Zuschauer zusammen. Wir haben ja heute überwiegend über Totenhaus und Totenfrau gesprochen. Die beiden ersten Teile der Trilogie erscheinen im BTB Verlag. Und wie wir von Bernhard Eichner wissen, ist er voll drin im dritten Teil, Totenrausch. Können wir schon ungefähr absehen, wann das Buch erscheinen wird? Jänner 2017. Und vorher kommt jetzt im August noch diesen Jahres ein vierter Max-Proll-Krimi, den ich immer schreiben wollte, irgendwie der schon jetzt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in der Schublade liegt, aber jetzt erscheint er, weil mir diese zwei Helden, dieser Max Proll und der Johann Baroni, sehr am Herzen liegen. Das ist ein bisschen humoriger, ein bisschen lustiger, sehr schwarzhumorig, so ein bisschen, und macht extrem Spaß. Also ist etwas zum Lachen auch.
wilde Geschichte, aber so anders ein bisschen. Das auch wieder, die Abwechslung macht es. Aber im Jänner dann, Jänner 17, kommt Totenrausch. Bernhard, vielen Dank, dass du hier in der Lit Lounge warst heute. Und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns eine kurze Mail. Es gibt auch einen Newsletter in der Lit Lounge. Dann erfahren Sie, wann Stars wie Bernhard Aichner wiederkommen. Wir drücken die Daumen ganz fest den dritten und letzten Teil der Trilogie. Und ich glaube, wir haben heute den Beweis erbracht, dass Menschen, die über Morde schreiben, auch unglaublich sympathisch sein können. Vielen Dank. Und danke fürs Dabeisein. Tschüss.